Herzlich willkommen zu diesem Ostersonntag. Habt ihr heute schon ein paar bunte Eier gesucht oder gefunden? Egal, ob die Antwort ja oder nein heißt, spätestens jetzt werdet ihr es mit dem Ei zu tun bekommen. Denn in diesem Video beschäftige ich mich um die allseits bekannte Frage, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Erst einmal klingt diese Frage simpel, ganz klar, das Huhn natürlich, denn das legt ja das Ei. Aber Moment, um ein Ei zu legen, muss das Huhn erst einmal aus einem Ei schlüpfen. Diese Frage verknotet einem hiermit also alle vorhandenen Hirnverbindungen. Dabei ist die Antwort wirklich einfach, denn sie heißt Evolution. Jetzt klingt dieses Wort doch sehr groß und die Frage beantworten tut es auch nicht wirklich. Deshalb schauen wir ein paar Jahrhunderte zurück. Wir gehen zu den Dinosauriern. Denn alle Vogelarten, natürlich auch das Huhn, stammen von den Dinos ab. Und wie man unter anderem aus Filmen wie Jurassic World weiß, legten bereits diese Urzeitmonster Eier. Damit steht fest, die Geschichte des Eis geht schon über Jahrmillionen. Die großen Dinos sind also nicht ganz ausgestorben, sondern schrumpften über die Jahre hinweg zu den Vögeln, die wir heute kennen. Gut, die Frage, wer zuerst da war, das Huhn oder das Ei, wäre damit geklärt. Aus dem Ei schlüpfte irgendwann unsere heutige Henne. Schon mal gut zu wissen. Die Frage auf dem Schulhof lässt sich damit also schon beantworten. Doch eine andere ergibt sich wiederum zwangsläufig daraus. Wer oder was legte das erste Ei? Nun gut, bewegen wir uns an der Zeitachse also noch weiter zurück. Als vor Millionen von Jahren die Erde entstand, kamen auch irgendwie einzellige Bakterien. Wie genau, darüber ist sich die Wissenschaft uneinig. Jedenfalls entwickelten sich diese ähnlich wie unser Ei weiter und daraus entstanden wiederum mehr Zellen. Irgendwie entwickelten sich daraus dann die sogenannten Ediacara-Tierchen. Die wahrscheinlich das erste Ei legten. Wir halten also fest, aus einzelligen Bakterien entwickeln sich mit der Zeit mehrzellige Wesen, die Eier legten. Die Eier wiederum entwickelten sich über die Dinosaurier bis hin zum heutigen Hühnerei. Noch Fragen? Dann stellt sie in den Kommentaren. Ansonsten vergesst nicht zu liken, damit noch ein frohes Osterfest. Bis zum nächsten Mal. Keep green, euer Green World Facts TV.